Hallo, liebe Freiheitskämpfer und Superhelden, besonders die in Sachsen-Anhalt, denn dort findet am 6. Juni 2021 die Landtagswahl statt. An alle, die von den Corona-Maßnahmen genug haben, an alle, die von dem politischen System genug haben und sich mehr Mitspracherecht wünschen, empfehle ich, die junge, aber nicht kleine Partei Die Basis zu wählen. Die Krise bietet eine seltene Gelegenheit, unser politisches System mit mehr Demokratie zu reformieren. Lass deine Stimme nicht ungenutzt. Wähle am 6. Juni die Basis. Gerne sind wir mit der Freedom Parade der Einladung der Basis auf die Demo in Magdeburg gefolgt und sind dort aufgetreten. Viel Vergnügen bei dem Film dazu. Was Frieden, Freiheit, keine Diktatur. Frieden, Freiheit, keine Diktatur. Ist das geil? Alter, was ich da kommt die Angst von ganz allein. Und singen wir Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Saas muss sein. Ja, wir machen jetzt hier fleißig weiter. Dr. Werner Fömich. Ich meine, wir gehen jetzt mal das Mikro. Meine Tochter hat sich das Leben genommen. Kannst du kommen und die Beerdigung machen? Und ich kann mir Zeug, eigentlich zerreißt es dir das Herz. Das, sowas darf nicht sein. Aber gleichzeitig, ich konnte mit ihr 20 Minuten reden. Wir haben geheult am Telefon. Wir haben uns dann getroffen bei mir im Garten. Und ich kann ehrlich sagen, ich habe die beste und schönste Beerdigung meines Lebens dort gemacht. Ja, und dann möchte ich hier nochmal ganz kurz sagen, herzlichen Dank an... Die Bundestagswahl ist noch einige Zeit hin. Im Moment haben wir im Land die einmalige Möglichkeit, hier an den Zuständen etwas zu verändern. Und darum kommt es jetzt wirklich sehr darauf an, dass wir noch, auch in den letzten Tagen, bevor die Wahl stattfindet, nochmal alle Anstrengungen unternehmen, um unsere Mitbürger zu informieren, um sie zu erreichen, um ihnen zu zeigen, dass wir da sind und um ihnen zu zeigen, dass es eine Alternative gibt. Stefan Krohn, mein Idol. Ich habe vor dem Bundesinnenministerium eine Demo, zwei Demos gemacht und eine Rede für sie gehalten. Das war, was sie gemacht haben, das war ja absolute Edward Snowden-Ruf. Das überrascht mich jetzt. Man kann so beruflich mit den vielen Sachen natürlich nicht sagen. Ja, sie haben es gerissen, das war der Wahnsinn, dass sie sich getraut haben. Wow. Also ich bin auch im Wahlkampfteam von der Basis, auch wenn ich nicht Mitglied bin. Aber dass sie jetzt auch noch mitmachen, ist ja der Wahnsinn. Geil, ist glaube ich jemand, der sieht, dass es hier eine Alternative gibt und das wird ja auch brauchen. Der muss jetzt schon, der muss zumindest wählen, in die Richtung Sachen zu verändern, sonst kommt hier nicht zustande. Wow, Stefan Krohn, der deutsche Edward Snowden aus dem Bundesinnenministerium, der das Corona-kritische Papier als erster geschrieben hat und daraufhin suspendiert wurde. Alle bestätigen, dass wir immun sind. Folglich keine Masken, keinen Abstand und schon mal gar keine Impfung. Also nochmal die Bitte. Verteilt euch doch mal ein bisschen mehr. Ich vermute, ihr drängt zu viel, weil ihr besser hören wollt. Ist ja auch alles total cool. So 50% jeder Zweite eine Maske trägt, das wäre super. Vielen Mund-Nasen-Schutz. Sag mal, wie viele Ovis hast du mittlerweile?
Darf man das ja, fragen? Ja, jede Woche ich auch eine so vielleicht. Dass viele, so wie ich auch, davon betroffen sind. 20, 30. Und hast du da ein Mittel gefunden, dass du das irgendwie blockierst? Man wundert sich natürlich manchmal, warum da besonders viele Widerspruch einlegen und dann wurde das bis jetzt immer eingestellt. Ich denke, es ist aber so, dass wahrscheinlich auch sehr viele, dadurch, dass sie die gesundheitlichen Probleme haben, eben das ganze Problematische daran sehr früh erkannt haben und es eben deshalb bei uns auch eine besondere Häufung gibt. Genau, ich kann nur sagen, Leute, habt nicht so viel Angst. Wenn ihr friedlich seid und niemand was tut, dann passiert euch auch nichts. Keine Abneigung. Viele Aktivisten sind gerade drauf und dran, alles zu geben, um diese Veränderung herbeizuführen und vor allem aber auch den Mut in die Bevölkerung zu bringen und aufzuzeigen, dass es keinen Grund gibt, Angst zu haben. Ja, also jetzt kann die Antifa kommen. Jetzt kann die Antifa kommen. Also den müsste ich eigentlich auf den nächsten Park. Mit dem mal im Görlitzer Park, so, ja? Ja, Mann. Während ich am Mauerpark stand und gesehen habe, wie die Leute Seite an Seite standen, Fußball gespielt haben, miteinander getanzt haben, der Unterschied zwischen denen und vielen, die hier sind, war, die haben nicht demonstriert. Und das bedeutet für mich, dass auf dieser Erde zwei verschiedene Gesellschaften sind. Einmal die, die man nicht haben will, und einmal die, die machen dürfen, was sie wollen. Und das kann nicht sein. Wir haben Kontakte in die Berliner Polizei und zu anderen Stellen in Nordrhein-Westfalen und so weiter. Und wir wissen, dass ganz viele von der Truppe sozusagen, von der Polizei, eben auch auf unserer Seite sind und das auch nicht gut finden. Geil, das war die fetteste Fliegerbrille, die ich je gesehen habe, Alter. Berlin! Wir kommen aus Berlin! Weiter auf! So viel schöner Bass. Jetzt brauchen wir die wichtigste Gitarre. Das ist die Gitarre jetzt hier. Basis. Das ist mal ein richtig geiler neuer Weg. Ich bin auch im Wahlkampfteam, auch wenn ich selber nicht Politiker werden möchte. Ich sehe mich halt als Künstler. Da fühle ich mich, glaube ich, wohler, aber ich unterstütze das natürlich. Demos, habe ich teilweise gesagt, bringen nicht mehr so viel. Aber wenn die Demo so eine Art Wahlveranstaltung ist und dazu führt, dass wirklich wieder 5% kommt, also dann
Machtdemonstrieren doch jetzt wieder richtig Sinn. Ja, ja. Ja, und wir singen jetzt ein, zwei Lieder und ich stehe danach noch ein bisschen auf und ich übergebe an Coronita in ihrem neuen Outfit. Herzlichen Glückwunsch, mein Name ist Bettina. Das ist die Wonder Woman Version von 1984. Für all die, es nicht wissen von den Comic Freaks. Aber wir fanden das halt immer sehr amüsant in Berlin, bunt durch die Straßen zu ziehen. Ich habe viele Jahre Theater gespielt. Ich habe eine Tochter, die ist 13, komplett ungeimpft und das wird auch so bleiben. Ja. Auf Garantie, scheiß was, ob das Corona heißt, Mama, nur Freundin ist mir Latte. Ist nicht, weil es mein Kind darf ich entscheiden. Sonst niemand. Und ich verstehe nicht, wie manche das nicht kapieren. Aber ist eine andere Sache. Wir singen jetzt zuerst, also ich singe, er spielt die Mucke einfach nur ab. Spaß. Er kann auch singen, wenn er will. Das wurde sich mal gewünscht, weil meine Eltern kommen gebürtig aus Sachsen und dann haben sich mal ein paar Leute gewünscht, dass ich das Frank-Lied, der ein oder andere kennt es vielleicht aus der Community, Frank, hör auf, du hast getrunken, denn jeder sollte einen Frank haben, der für die Freiheit einsteht. Von daher wollen wir das einfach mal covern. Frank, hör auf, du hast getrunken, hören wir noch den Multischein. Doch der Frank, der ist so unten und steht für die Freiheit ein. Frank, Frank, vielen Dank! Frank, Frank, vielen Dank! Genau, vielen Dank, Frank. Ja, das war mehr oder weniger nur so ein Joke, also das ist eigentlich kein Lied von uns. Ich glaube, die Polonie hat auch schon getrunken, oder? Ach, das geht diese Scheiße an. Der nächste Stand, der steht vor dem Hof. Die Hitze klatscht auf Lauf. Grundrechte sind abgeschafft. Demokratie, keine Polonie, so auf einer Tag. Meine Wetter mit den Medien manipuliert. Und die ganzen Kanäle auf YouTube und woanders zensiert. Wollen wir uns weiter unterdrücken? Mal hier eingreifen, Kinder, die ja, Polonaise oder so immer auflesen, am Ort tanzen und weiter Spaß haben. No!
an und bleib bei uns. Es geht voran, Leute. Geile Scheiße! Ja, Mann! Ja, Mann! Oh, fuck, Alter! Nicht runterfallen! Ja, ich hab's. Ich bin safe. Okay. Oh ja! Jawohl! Aus der Reihe,